willkommen zum ersten Video nach meinem Urlaub. Ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Heute gibt es ein mega tolles Rezept. Es ist überall auf TikTok so gehypt. Es wurde mir dauernd vorgeschlagen. Es ist ein Gurkensalat, der euch umhaut. Und ich konnte nicht drum rum, ihn auch hier auf YouTube für euch abzudrehen. Ich hoffe sehr, euch gefällt er. Wenn dem so ist, lasst das Däumchen da und vergesst das Abo nicht. Und jetzt legen wir los. Wir brauchen heute keinen Thermomix. Ihr seht, der Platz ist leer. Und ich blende euch jetzt mal ein, welche Zutaten wir für diesen mega gehypten, leckeren Gurkensalat brauchen. Und ihr wisst aber, ihr findet auch die ganze Info zu diesem Rezept wieder unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und jetzt labere ich nicht mehr länger um den heißen Brei rum. Wir fangen an. Ihr benötigt als allererstes so einen Behälter. Ich habe jetzt hier so eine Glas-Vorratsbehälterdose, sage ich mal, mit Deckel, der sehr gut schließt, weil der Gurkensalat hinterher geschüttelt wird. Alle Zutaten werden nur noch zusammengeschüttelt sozusagen. Und deswegen holt euch da irgendeine Schüssel, die ihr gut verschließen könnt und stellt sie euch schon mal bereit. Dann brauchen wir als nächstes entweder einen Gurkenhobel oder ihr nehmt ein Messer und natürlich eine Gurke, eine Salatgurke. Ich habe meine nur gut abgewaschen, schneide jetzt noch die Enden ab und jetzt werde ich erstmal die Gurke hier hineinraspeln. Hier haben wir schöne Gurkenscheiben. Danach kommt eine rote Zwiebel dazu. Die könnt ihr jetzt entweder in Würfelchen schneiden oder in feine Ringe, ganz wie es euch beliebt. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann brauchen wir Räucherlachs in Scheiben. Entweder 100 Gramm, so wie ich es jetzt hier habe, oder ihr könnt auch 200 Gramm nehmen, wenn ihr Räucherlachs, wenn ihr Fisch gerne esst. Und den schneiden wir in Würfelchen. Schaut mal, dann eine Avocado, ready to eat, die schneide ich jetzt einfach hier kurz ein. Einen guten Esslöffel Kräuterfrischkäse. Ein Teelöffel Kapern. Ein Spritzer Zitronensaft. Etwas Salz.
und etwas Pfeffer. Und hellen und schwarzen Sesam. Da könnt ihr so viel drüber machen, wie ihr mögt. Das gibt aber das Besondere, diesen bestimmten Kick. Deswegen kommt bei mir ordentlich von dem Sesam dran. Und jetzt nur noch den Deckel schließen. Schauen, dass er wirklich gut zu ist. Und jetzt wird geschüttelt. So, mein Lieben, wir öffnen das Ganze. Wow! Ich kratze nochmal schnell den Deckel ab. Leute, schaut euch das an. Boah, das duftet. Ich muss natürlich sofort probieren. Schauen, dass ich auch von allem was dran habe. Mmh. Boah. Der Knaller. Schön cremig. Durch den Räucherlachs schön würzig. Der Sesam macht noch das gewisse Etwas. Also ich kann den Hype total verstehen. Richtig mega lecker. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich noch etwas durchziehen lassen. Da will man gar nicht aufhören zu essen. Mega lecker. Probiert den wirklich unbedingt aus, Leute. Der Hype ist nicht umsonst. Ich freue mich schon sehr, von euch zu hören. Lasst es euch gut schmecken. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund. Bis bald, eure Sandra. Tschüss.